irgendwie so, manchmal fliegen Leute so richtig weit, manchmal irgendwie nur so zwei, drei Blöcke. Alter, der ist zum Beispiel richtig weit geflogen. Gut, den habe ich auch gekillt. Hey Leute, willkommen zu einer Runde Aura. Habe ich ja schon sehr lange nicht mehr gezockt und ich war gerade so auf dem Gommes-Server, um irgendwas aufzunehmen. Wusste allerdings noch nicht, was ich aufnehmen möchte, deswegen, also da habe ich einfach Aura gesehen und dachte, das könnte ich ja mal wieder zocken, kam schon sehr lange nicht mehr, oder habe ich halt allgemein auch schon sehr lange nicht mehr gezockt. Und dann dachte ich mir einfach, das könnte ja ganz cool werden, aber jetzt ist ja auch das, das Update, dass man, dass ja alles kaputt geht, wenn man jemanden dagegen schlägt. Das finde ich allerdings nicht so gut. Ich finde es besser, wenn alles heile bleibt, so wie es normal so damals war. Einfach aus dem Grund, ich weiß nicht, da kam es mir halt einfach fairer vor. Da konnte ich auch besser spielen. Da musste ich halt nicht immer Angst haben, wenn ich hier irgendwo gegengeschlagen bin, gegen so eine Wand oder so, dass ich da durchfliege und so. Finde ich scheiße. Oder auch, gehen einfach mal so alle Leitern kaputt und man kommt nirgendwo mehr hoch. Ist genauso scheiße. Aber naja, das ist jetzt halt einfach so, muss ich mit leben. Versuche ich einfach mal so zu zocken. Und hoffe einfach, dass was draus wird. Ich weiß nicht, ob ich defensiv spielen soll oder gleich rein. Damals war ich immer defensiv am Anfang, um meine Rüstung halt auch zu schonen, weil sonst ist meine Rüstung immer kaputt gegangen. Aber wir sind gerade gar nicht so viele. 8 Spieler. Von, ich weiß gar nicht, 16 oder so. Oder wie viele waren immer auf so einem Server? Ich habe keine Ahnung. Hä? Mano! Ui! Ey! Alter! Hä, wie kann der mich immer erwischen, Alter? Der sneakt irgendwie immer und hat dann eine viel weitere Reichweite, aber extrem viel weiter. Alle Arena, Alter, wir sind zu 7 oder so. Alter. Aua. Und wie das kaputt geht hier, weiß ich irgendwie auch nicht. Also manchmal geht's kaputt, manchmal bleibt einfach alles heile, wenn man jemanden irgendwo gegenschubst. Das verstehe ich noch nicht so ganz, wie das Prinzip da jetzt drin ist, wenn einfach manchmal was kaputt geht, manchmal nicht. Und dann ist es auch irgendwie so, manchmal fliegen Leute so richtig weit, manchmal irgendwie nur so zwei, drei Blöcke. Alter, der ist zum Beispiel richtig weit geflogen. Gut, den habe ich auch gekillt. Der ist aber extrem weit geflogen. Der ist hier rüber und bis zum Ende da hinten runter. Deswegen, manchmal fliegen die Leute einfach so zwei, drei Blöcke. Manchmal fliegen die über die halbe Map rüber. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber naja. Gut, da bin ich jetzt so weit geflogen, weil ich halt gesprungen bin. Ich schlag ihn nach da und er fliegt in die andere Richtung. Das ist ja logisch gewesen. Hä? Voll vorbeigeschlagen. Schön, dass du ein Stack Enderperlen hast. Hatte man damals nicht immer nur 16 Enderperlen? Ich weiß es gar nicht. Wieso erwischt er mich früher als ich den? Mach mein Haus nicht kaputt. Lass das. Ey.
Oh, da ist ein Loch, da geht's runter. Alter. Ja, der fliegt einfach gar nicht weg, auch gut. Oh, hier ist auch ein Loch runter. Da muss man ja immer mal ein bisschen aufpassen. Irgendwie meine Aussprache gerade komisch. So ein bisschen. Komm, flieg runter. Ey. Nichts da. Nein! Fuck, Alter! Ey, ich dachte jetzt echt, ich bin tot. Und hab da einfach so aus, ich weiß nicht, so aus Frustration einfach so die Enderperlen noch weggespammt. Hätte echt nicht gedacht, dass ich noch lebe. Dann muss ich Goldapfel essen, weil sonst wäre ich durch den Aufprall wahrscheinlich gestorben. Ich glaube, hätte ich den goldenen Apfel nicht gegessen und die Regeneration die paar Sekunden nicht bekommen, dann wäre ich durch den Aufprall von der nächsten Enderperle gestorben. Ey, dieses Haus, ne? Überall diese Zäune, wo man nicht durch kann. Ist ja doch nochmal gut gelaufen. Gut gegangen. Gut, wir sind zu viert. Da ist einer. Oi, 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 oi. Alter! Ich habe das Haus nicht mal berührt. Der shiftet immer. Gibt's irgendwie so einen Bug, dass man mit Shiften irgendwie nicht weg, also nicht so weit wegfliegt oder irgendwas mit Shiften? Gibt's hier eine Fähigkeit mit Shiften? Mach ich auch mal. Dann shifte ich einfach auch mal, Alter. Ja, guck, warum ist da jetzt die Wand zum Beispiel nicht kaputt gegangen? Obwohl ich dann da voll reingeballert habe. So, erstmal was essen. Also ich kann es mir nicht unbedingt leisten, nochmal runterzufallen. Mit den wenigen Enderperlen, die ich noch übrig habe. 20 Enderperlen habe ich verballert. Da sollte ich nicht unbedingt runterfallen. Irgendwie backt der voll rum, der fliegt. Nee, doch nicht mehr. Gut, du willst den Kampf da hinten austragen? Da hinten war ich damals ziemlich gut. Damals. Nachdem ich jetzt auch so lange nicht mehr gezockt habe. Gut, in der Arena war ich eh am besten. In der Arena habe ich eigentlich fast nie verloren. Irgendwie so von, weiß ich nicht, 30 Kämpfen in der Arena oder so habe ich vielleicht ein oder zwei verloren. Damals. Deswegen, Arena war so mein Spezialgebiet, allerdings würde ich das jetzt nicht so behaupten. Da Minecraft jetzt für mich immer noch ungewohnt ist, auch wenn ich es jetzt seit 4 Tagen wieder spiele. Also nur die Videos, nur den Videos spiele ich das. Sonst spiele ich kein Minecraft, nur für die Videos mache ich das gerade. Gut, den, nee, der überlebt. Oder auch nicht. Oh. Alter. Ey, dass hier alles kaputt geht, ne? Das ist ja... Ey, jetzt
Wenn der jetzt fragt, Arena, wo ist der? Ach da. Kann ich schlecht ja sagen, weil ich glaube, dass ich in der Arena jetzt richtig scheiße bin, nachdem ich so lange kein Minecraft mehr gezockt habe. Diese Steuerung fühlt sich für mich immer noch komisch an. Deswegen sollte ich nicht unbedingt auf einen Kampf in der Arena ausweichen. Du kannst mich mal, ich laufe dir nicht hinterher. Hallo. Ich lasse ihn mal da rauskommen. Alter. Hab ich? Okay, GG. Da ist er immer ziemlich weit geflogen. Aber ich habe ihm wenigstens die Chance gegeben, dass er da rauskommen kann, dass ich ihn nicht direkt unterschlagen kann. Und er war ja schon fast bei mir, also war das eigentlich fair gewonnen, finde ich. Gut, schreibt mir, was ich noch zocken soll, auch wenn ich Aura mehr zocken soll. Dann werde ich einfach mal gucken, dass ich das vielleicht so hinkriege. Und ja, wir sehen uns dann morgen, hoffentlich beim nächsten Video wieder. Also bis dann, ciao Leute.